Wir müssen alles nochmal von neu machen. Willkommen zu diesem Video. Mit diesen Worten muss ich euch leider Gottes in die neue Franchise, in die neue Karriere machen, Digga, weil sich FIFA denkt, Digga, wir speichern sie nicht ab, obwohl ich sie abgespeichert habe. Das heißt, FC-Hyper-Karriere, ich habe die Videos runtergenommen, weil es ja keinen Sinn macht. Das heißt, eine neue Karriere bricht an, und zwar die FC Menorca-Karriere. Natürlich in der La Liga, ist logisch. Gerade spielt Granada gegen, ich bin auch großer La Liga-Fan übrigens, falls ihr es nicht wisst, Barcelona Maiden, Digga. Wer Real sagt, der lügt. Ich bin auch für Liverpool im Champions-League-Finale übrigens. Granada gegen Mallorca, und die Nachbarinsel von Mallorca ist Menorca. Und Menorca hat keine Fußballmannschaft in der ersten. Deswegen machen wir das einfach. Und natürlich als Spitzenklub in der spanischen Liga, hoffentlich als Spitzenklub, Spanien natürlich in die La Liga Santander rauswerfen wir ein Team, was ich nicht mag. Und zwar die FC Elche. RCD Mallorca ist unser Rivale. Trikots habe ich schon gemacht. Absolut geil. Alles schon gemacht, Digga. Wir gehen mit dem Gelb und hier halt mit dem Rot-Schwarz. Also wie gesagt, mit dem Gelb. Falls ein anderes Team Gelb hat, nehmen wir Rot-Schwarz. Oder falls ein anderes Team Rot-Schwarz hat, nehmen wir Gelb. Ganz einfach. Die hat jetzt einfach Saturn Arena. Aber das war einfach nur so aus Spaß. Wir nehmen natürlich eine andere, ein bisschen kleinere Arena. Weil das... Ey, lieber da... Ja, das sieht sexy aus. Und ich nenne sie... Was können wir denn sagen... Nike, weil unser Sponsor, sagen wir jetzt einfach, ist Nike. Na. Und ich bete dafür, dass es einfach diese, dass diese Karriere jetzt einfach mal sich nicht sozusagen, ich sag jetzt mal, aufhängt, so wie eigentlich auch die, wie die letzte Karriere. Sonst werfe ich dieses Spiel wortwörtlich aus dem Fenster. Oder sowas habe ich nämlich gar keinen Bock. Ja. So, Sitzfarbe würde ich gelb machen, weil der Verein einfach gelb ist. Ja, blendet ein bisschen mit der Sonne, aber ist auch geil, Digga. Schadenfarbe, ja, schwarz, alright. Wenn ja nicht viel jetzt schwarz ist. Ach, Digga, warte mal, schwarz und gelb, Digga, dann sieht das aus wie Dortmund, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nehmen wir weiß, ist auch okay. Ja. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen abgefuckt, ich musste alle Videos runternehmen, pipapo, dies, das, Digga, und... Das ist wirklich richtig, richtig unnötig von FIFA. Wir fangen erstmal an mit dem Tor, weil da muss ich ja natürlich jetzt was anderes machen. Ich würde mit Gelb-Weiß gehen, wenn es das gibt. Oder wir gehen einfach nur mit Gelb, Digga. Also so, da sehe ich mich, Digga. ach ja, schon, warte, geht noch weiter. Form von mir bleibt natürlich so. Und das rechteckige oder normale. Wir gehen diesmal mit dem normalen. Letztes Mal sind wir mit dem Dingens gegangen. So, ich weiß, es sieht vielleicht ein bisschen scheiße aus, aber das ist jetzt erstmal nur für die erste Saison natürlich. Perfekt, Digga, da laufen ein paar Leute rum. Heimstadion, bla bla bla. Ja. Soweit, sofort. Team natürlich, die Gesamtbewertung. Muss Minimum eine Vierer-Gesamtbewertung sein. Jung oder sehr jung? Jung, ausgeglichen, erfahren. Ist ein neuer Verein, deswegen sehr jung, finde ich jetzt. Ist ein neuer Verein. Transferbudget, ja. Kann ja nicht so viel jetzt machen, meiner Meinung nach. Ich würde ohne Witz mit 50 Millionen gehen. Weil die Spieler in FIFA werden einfach immer, immer teurer, das ist ja das. Vorstandserwartungen, kleiner Verein, ja, kleiner Verein. Finanzen, also ich finde... Wir werden das auf jeden Fall individuell machen. Erfolge international, sehr niedrig, ja, erwarte ich mir. Oder niedrig. Erfolge kontinental, niedrig. Finanzen, sehr niedrig, weil da hatte ich eine große Schwierigkeit. Markenpräsenz, sehr niedrig. Nachwuchsentwicklung, mittel. Oder ja, mittel. Weiter. Karriereeinstellung. Das ändern wir noch, kein Problem, das ändern wir noch, alles gut. Das natürlich jetzt mal aus. Vertragshärte locker, aktiviert sind die ganzen Ligen, sind Euro 4 Minuten. Und wir gehen rein, und wenn das nicht abspeichert, kriege ich einen großen Ausraster. Weil ich dann gar keinen Bock mehr habe. So, wir gehen rein.
heute eventuell auch die ersten Transfers getätigt schon, wenn wir dann nicht viel beobachten müssen. Bin mal gespannt, wie das Team ist. Ja. Ich finde das halt nur sehr, sehr traurig. Das ist halt scheiße, ganz ehrlich. So, dass das einfach mal abbricht, Digga. Neue Karriere erstellen. Menorca. So. Und meine lieben Freunde, was ich auch noch gerne sagen möchte, ich würde diese Season, oder nicht diese Season, sondern mit diesem Verein sehr gerne, so sieht übrigens unser Trainer aus, würde ich super, super gerne auch Streams machen. Also, ja, damit. Wir nehmen ein Auftaktturnier, wir gehen aber mit, Digga, da ist Frankfurt dabei, Wolfsburg. Okay, wir hier mit, Digga, alles gut. Die paar Euro weniger oder mehr, ist ja ein bisschen egal eigentlich. Erstmal so ein 80er, ja, Jugend. Die Akademie berichten wir direkt mal rein, ich will mal gucken, was wir hier haben. Da sehen wir übrigens auch die Heimtrikots nochmal, Digga, sieht absolut fresh aus. Bin ich mal gespannt. 50 Millionen haben wir und wir gehen in die Mannschaft rein. Carrasco, wir haben einen Carrasco da. Das finde ich lustig. Ich spiele mit 4-4-2, weil in der letzten habe ich klar und deutlich gemerkt, Digga. Sowas muss nicht. Ich würde ganz gerne nur mit ZOMs spielen, sag ich euch ehrlich. Nur mit ZOMs. LMs, Rücken auf dem LF und die auf dem RF. Ja. Sind eigentlich relativ langsam. Ich finde gut, wir haben mittelmäßige Stürmer, Sanz und Barrera. Der Torwart ist halt eigentlich relativ Müll. Haben wir auch irgendeinen mit so einem Ugamis. Yara Lopez. Haben wir auch irgendeinen Spieler mit so einem. Außer halt wirklich Carrasco oder Carrasco und Maresca. Nicht so wirklich so richtig krasse spanische Namen. Kapitän Carrasco. So. Lassen wir das erstmal so. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht heute. Für Spieler, die wir verpflichten. Digga. Ja. IV. Achso, der spielt IV. Spielt ZDM, Digga. Aber der kann hier spielen. Ich check das nicht. ZDM, IV. Wir haben halt wirklich nicht gute Sachen hier. Deswegen würde ich halt wirklich gerne nochmal hier ein bisschen das Team überarbeiten. Wir gehen nämlich direkt mal rein ins Hantieren und suchen. Ich bin mal gespannt, ob dieser Fußballspieler noch spielt. Ja, Gianluigi Buffon spielt immer noch. Altgedienter Veteran, geil, Digga. 43 Jahre alt ist der Typ. Spielt gerade in Italien, hat einen 80er overall, aber einfach 800.000 Mark wert, Digga. Kauft kein Mensch. Kaufen wir aber. So, ich würde ganz gerne auch mal, warte, da können wir ja eigentlich so rumgehen. Da ist die La Liga direkt hier. La Liga. Ich würde gerne wissen, was haben die denn bei Atletico Madrid? Natürlich ein Oblak, ist logisch. Felipe in Verteidigung. Ja. Können halt jetzt auch nicht. In den Rot Lodi. Beobachten wir erstmal Innenverteidigung. Der richtige Yannick Carrasco. Rodrigo Javier, der ZM, ne? Braucht ZOMs. Ich will mit Offensiven spielen. Durch Skuna. Ah ja. Antonio Griezmann, Joao Felix, Luis Suarez. Puh, ja, Digga, der soll zurück nach Barcelona kommen, ich sag euch so, wie es ist. Und Griezmann, Digga, auch mal wieder zurück nach Barca. Einmal bei Barca, immer bei Barca, meine Güte. Betis Sevilla hat vielleicht auch gute Spieler. Die haben doch hier diesen. Ach, haben die den weggegeben, den. Auch wenn der ZDM ist, der ist jung. Ja, hier, Nabil Fekir, Digga. Mag kein Schwein, bitte. Wer den mag, Digga, löscht euch bitte. Der ist absoluter Mist. Claudio Bravo spielt bei Betis. Ui. Der ist auch ein geiler Torwart. Ich mag den auch. Der ist cool. Ich mag den, Digga.
Ich mag den Chile-Torwart, der ist cool. Alaves finde ich auch eine geile Truppe. Espanyol, ah ne, Quatsch, nicht Espanyol Barcelona, sondern beim richtigen Barcelona. Einmal gucken. Bei Barcelona kann man halt eh nicht viel kaufen, weil die halt super viele Spieler jetzt gekauft haben. Aber ja. Neto Ter Stegen ist immer noch im Tor. Jordi Alba. Pff. Ey, Dani Alves schon 38. Ach du Scheiße, Digga. Das ist krass, Digga. Raju, Balte, Dest. Dest ist auch cool. Lenglet, Piquet natürlich, 34 schon. Und Titi ist, der hat sich ja mies verschlechtert. Nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Im Mittelfeld haben sie Busquets, Kai, Petri, Zares, Puig. Die haben keinen einzigen ZOM, Digga, das ist schade. Pierre-Emerick Aubameyang, Digga, bei Barcelona finde ich so geil. Braithwaite, Dembélé, auch Legende. Memphis Depay, Ansu Fati, Digga, ist auch stabil. Elias Yükür, Adama Traoré, Digga, also das sind guck mal, du hast hier Traoré bei Barcelona, du hast hier Dembélé, Memphis Depay, Aubameyang, Braithwaite, ne. Aber es sind schon starke Spieler. Granada spielt ja gerade gegen Mallorca. Ich auch gleich mal gucken, müsste jetzt eigentlich gleich noch vorbei sein, ne? Steht jetzt 6 Abpfiff, 6 zu 2 für Granada. Heide Witzka, Digga. Tobi Raido macht das Tor. Weg steht nicht mehr dabei, welche Dingens da ist. Villarreal hat auch gute Spieler. Hier, Torwart zum Beispiel. Den finde ich auch ganz cool, diesen Rulli. Aber ich würde mal sagen, wir werden jetzt den ersten Transfer machen, wenn ich ihn mir jetzt schon kaufen kann. Wenn nicht, dann nicht. Aber es ist alles okay. Und zwar dann die Buffon. Kann man sich kaufen, dann kaufen wir uns den natürlich. Einer meiner Lieblingstorwerte of all time, Digga. Also auch in 20 Jahren werde ich sagen, Digga, guck dir mal Buffon an, Digga. Maschallah. Ich werde den jetzt mal, 800.000 ist der Wert, ne? Ich gebe dem mal 1 Million. 1,15 akzeptieren wir natürlich. Gianluigi Buffon könnte eventuell bei uns den Torwart machen. Ich weiß, dass der wirklich nicht gut ist, aber wir sind ein sehr junger Verein. Ich zähle auf alte Spieler und den wollte ich unbedingt dabei haben. Und deswegen Schlüsselspieler natürlich. Der kriegt auch Kapitänsrolle meinetwegen. Hoffentlich macht er nochmal 3 Jahre. Macht er! Er macht 3 Jahre, Alter. Mit 46 Jahren wird er immer noch bei uns spielen. Freigabe und so, mein Digga. Ich will die weg haben. Ich will nicht, dass der einfach mal weg ist. 3 Millionen. Ach, scheiße, jetzt hab ich. Okay, 2,1. Ja, ist okay. Gehalt. Kriegt er mehr, Digga. Ich liebe diesen Spieler einfach, deswegen. Gehalt kriegt er 21.000. Oder 20.000, sagen wir mal. Und Einstiegsbonus 333.333 und 33 Cent. Und das nimmt er natürlich an. 20.000 die Woche, Digga, ist viel Kohle. Ich weiß. Ja, so, das heißt, Claudio Bravo brauchen wir jetzt nicht. Und zweiter Torhüter will ich ihm nicht geben. Rulli, ja, passt erstmal so. So, das heißt, wir haben unseren Torwart. Ich hätte jetzt eigentlich unseren Travero eigentlich noch draußen können, aber egal. Wir haben Gianluigi Buffon. Finde ich richtig geil, Digga. Das würde ich sagen. Unser erster großer Einkauf ist der Buffon. Auch Carrasco und so. Buffon kriegt Kapitänrolle. So geil, muss ich einfach mal an der Stelle sagen. Ja, wir gehen noch in die Teamzentrale. Erster Transfer. Gianluigi Buffon. Ich find's geil, Digga. Ich find's richtig, richtig geil. Der kriegt jetzt die 24. Gianluigi Buffon, die 25. Ich weiß ja nicht, ob die dumm sind oder dumm sind. Wir haben blaue Trikots. Blaue Torwart-Trikots. Ist aber alles gut. Und Gianluigi Buffon kriegt die Nummer 1, Digga. Ich find den so geil, den Typen, Digga. Fitness 100. Ihr müsst mal überlegen, der ist 43 Jahre alt, Digga.
Es gibt noch einen Torwart, der ist noch älter, aber ich glaube, der Gianluigi Buffon will hier wirklich alles zerbrechen. So, wir simulieren jetzt ein bisschen rein. Wir haben ein Vorbereitungsturnier mit Menorca gegen Leeds United, FC Bologna und Crystal Palace. Bin ich mal gespannt, meine Freunde. Guck mal, jetzt Buffon sagt zu mir, hallo, im genannten Sanders-Team will ich ihn beim FC Menorca hallo heißen, Digga, also bitte. Tut mir leid. Trainingstag überspringen und E-Mail anhalten, Trainingstag überspringen. So. Erstes Spiel, natürlich. Freue mich sehr auf die Zukunft hier. Ich bin da. Das erste Spiel gegen FC Bologna mit Sanz Pereira. Ich weiß, ich glaube, das wird jetzt kein Sieg, aber wir haben Buffon im Tor. Vielleicht wird das was. Und das erste Spiel gewinnen wir 3-2. Carrasco mit dem Tor. Stark. Stark, Digga. Sehr, 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 sehr stark. Erstes Spiel gewinnen wir direkt mal gegen Crystal Palace. Leihangebot für Campos. Er hat einen 70er Overall. 2 Jahre, meinetwegen, Digga. Kann weg. Weil ich finde Ausleihen, ich dachte mal, das ist scheiße, aber Digga, ich habe jetzt mal so ein bisschen realisiert, Digga. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, Menorca. Denk an die Ersatzspieler, ja. Leihangebot für Lopez. Lopez ist ein Innenverteidiger mit 69er Overall. An Granada. Granada ist ein guter Verein, so ist das nicht. Deswegen. 69er, vielleicht geht der dann nochmal ein, zwei Dinger hoch. Auf den 70er. Laie ohne Kaufoption, nur eine Laie. Dann könnt ihr den gerne haben. Okay, lehnen die ab. Meinetwegen. Hey, Laien mit Kaufoption finde ich richtig ekelhaft, Digga. Du wirst ausgeliehen, dann bist du auch erstmal ausgeliehen. Und ich muss einfach sagen, Leute, bitte geht diese Franchise jetzt nicht. Oder, was heißt Franchise? Ach, Digga, Schmutz. Bitte geht das jetzt nicht weg, Digga, weil ich sag euch ehrlich: 2-2, sehr schön. Das Logo sieht geil aus, der Name, den feiere ich sehr. Und ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Das letzte Dings können wir auch noch schnell machen. Das war's jetzt eigentlich erstmal mit dem Video. Wir haben den ersten Transfer gemacht. Jetzt noch ein Leihangebot für Lopez. Sein zweites Granada. Ja, nehmen wir das aber an. Meinetwegen. Ist aber auch egal. Klick mal drauf. So. Das wird jetzt das letzte Spiel sein für heute. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Gegen Leeds United. Wird schnell simuliert und das Spiel gewinnen wir hoffentlich. Nein, verlieren wir leider. Leider. Mit 3-2 Greenwood spielt da, okay. Interessant. Das würde ich sagen. Das war es erstmal mit der ersten Folge. Ich bin mal gespannt, was in der Zukunft noch auf uns zukommen wird. Ich freue mich, wenn ihr weiter einschaltet. Und wir beten natürlich alle dafür, dass diese Franchise sich nicht wieder aufhängt, weggeht oder was auch immer.